Solange das Madel die Peitschen knallen lässt, muss man ja lieb sein. Nein, das glaube ich nicht. Kinderzimmer bei Fallout machen mich irgendwie immer echt traurig. Oh ja. Das mache ich auch, das jeden Tag. Ja, es passiert mir auch immer. Das versehentlich schlafen gehen. Oh nein, die Teddys. Die liegen auf dem Bauch. Die wollten sich bestimmt irgendwie schützen. Ich weiß es nicht. Halt, das ist ein verbranntes Buch. Das kann ich mitnehmen. Ich weiß das. Aber den Strauß nicht. Eine Golduhr. Das. Oh, Miezekatze. Die mit der Rakete spielt. Oh, das ist so niedlich. Es gibt ja von Fallout 4 dieses Poster mit der Katze. In dem Raumanzug. In dem. Die finde ich auch voll süß. Da drüben ist etwas, da kommen wir so nicht hin oder müssen rüberspringen. Eins von beiden. Hui, Power, Rüstungspower. Overseer. Alles klar. Huch. Kann ich da hochspringen? Nein, natürlich nicht. Ich falle gleich wieder runter. Ah, es ist doch. Da muss man doch irgendwie hinkommen. Muss ich dann doch von hier aus? Und ich bin einfach zu blöd dafür, darüber zu springen. Das ist das Büro. Shit. Das ist ja wohl doof. Ja, nein, du sollst rennen. Nein, das muss gehen. Es muss gehen. Dan, zieht mich hoch. Hebt mich hoch. Verdammt nochmal. Verdammt, nein. Das muss doch irgendwie gehen. Hochklettern. Power, Rüstungspower. Nein, geht auch nicht. Das ist ja doof. Gary sagt Madel jetzt auch nichts. Na, hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass das irgendwie eine Anspielung ist oder sowas. Vielleicht doch von oben? Ich will da rein. Ich will wissen, welche Bestimmung diese Vault hier hatte. Man muss da irgendwie hinkommen können. Ja, einfach rüberrennen. Hallo! Des Mortes, lass das. Ich lese das. Ich habe das gerade gelesen. Aus. Aus des Mortes. Aus. Aus. Auch Die süße. Karte nicht. Ach, verdammt. Auch süße Katzen können hören auf Befehle. Also aus des Mortes. Aus. Ne? Nein, wieso komme ich denn nicht rein? Okay, irgendwas. Da waren wir drin. Oh. Alles klar. Den habe ich übersehen. Ein interessanter Fund. Ja. Noch intakt. Ein Basketball. Wollen wir eine Runde spielen? Ich bin echt schlecht im Dribbeln. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Du wirst gewinnen, Dance. Okay, was übersehe ich jetzt gerade? Wir waren da oben drin. Hier waren wir drin. Verdammt. Hä, bin ich doof? Ich war zu abgelenkt, befürchte ich gerade. Die Karten habe ich aber nicht gefunden. Ich war hier drin. Was ist das? Eine Schiebetür. Das ist einfach nur eine Abkürzung. Okay. Oh. Haarklammernboxen, alles klar. Das hatte ich auch. Hier haben wir alles durchgeguckt. Da ging es nicht weiter. Dafür brauchen wir die Karte. And we dance. Hier hatten wir auch alles soweit gelootet. Where will you be when the Holocaust come? Oh mein Gott. Support our troops by war bonds today. Da war ich auch drin.
irgendwas. Wir übersehen was. Ich übersehe was. Oh, verbranntes Buch zum Beispiel. Und noch eine schicke Haarbürste. Oh, fliegende Texturen. Nein. Hui. Entschuldigung. Sorry, Dance. Ich mach das nur zu gern. Nein, 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 da wollte ich gar nicht hin. Warte. Am Eingang vielleicht? So, pass auf. Hier war nichts. Screening. Hier war der eine Raum, wo wir auch eine Zugangskarte brauchen. Aber hier kamen wir auch her, ne? Habe ich irgendwas übersehen? Wir sind mit dem Aufzug gefahren. Schenke lieber Zeit. Ach Gott, die kann mir keiner schenken. Die kann niemandem schenken. Sehe irgendwas. Kratz, kratz, kratz. Beim Frauenbasketball mag ich den Körperkontakt. Aber wenn man Zeit verschenken könnte, würde ich Bankräuber unterstützen. Oh ja. Einfach so tun, als wäre nichts, nicken und lächeln. Alles klar. Ach, schön. Pass auf. Was könnte es sein? Es könnte sein, dass ich was Geheimes übersehe, was Offensichtliches, oder dass es überhaupt nicht weitergeht. Das könnte natürlich auch sein. Reaktor. Wie ist der denn nach oben gekommen? Dance, ich wette, seine Leute haben ihm hochgeholfen. Du machst es nicht. Der muss ja auch irgendwie durchgekommen sein. Aber der ist auch nicht reingekommen. Pass mal auf. Wow, ist die übersichtlich, die Karte. Da geht's wieder raus. Das ist eine sehr übersichtliche Karte. Da sind die Reaktoren, alles klar. Da ist die eingestürzte Treppe. Warte mal. Warte. Was ist... Von hier? Hier eventuell irgendwie da reinkommen. Das ist vor dem Aufseherbüro. Ist es das? Ich glaube ja. Okay. Boah, ich gebe nicht auf. Da kann ich mich festbeißen an sowas. Da bin ich ein Terrier oder keine Ahnung was. Gibt es von oben aber keine Möglichkeit, ne? Da ist doch auch irgendwas. Ich sehe es doch. Irgendwas. Verdammt. Warte mal, Karte sagt jetzt. Nee, wenn dann von hier irgendwie. Aber das ist nicht zweigeschossig. Das kann nicht sein. Oh, was hier? Kann man nichts machen, alles klar. Hätte ja sein können. Dance, du bist keine große Hilfe.
Madel weiß es nicht. Warum sind die Kalten immer so schnell alle? Was, das kalte Bier? Ja, das ist der Nachteil. Es ist dann irgendwann weg. Hier zum Beispiel irgendwas. Ach Mann! Ich bin nicht gerannt. Aber das ist hier. Und man kann... da rein. Aber wie? Sieht immer so aus, als wenn man hier irgendwie durch könnte. Als wenn hier noch eine Tür wäre, wo man durch könnte. Was ist das für Geräusche? Verdammt. Das kann nicht angehen. Oh, warte mal, das haben wir gar nicht. Das wenn du weiter diesen Müll sammelst, werden wir langsamer. Ich muss die Karte finden. Ja, wo? Wo ist die blöde Karte? Das habe ich gar nicht leergeräumt. Dance, das ist dein Einfluss auf mich. Hier muss was sein. Hier muss irgendwo was sein. Irgendwas ist hier nicht richtig. Karte sagt jetzt gerade gar nichts. Wow. Karte sagt jetzt, nö, ich will nicht. Okay, Lost of You findet es spannend, mich hier rumirren zu sehen. Hier ist irgendwas. Ich weiß es. Die Gunner haben es bislang nicht gefunden, aber ich will es finden. Jetzt wieder der Fahrstuhl nach oben. Karte sagt immer noch nö. Okay. Karte ist sehr unkooperativ. Karte wird von der nächsten Party gestrichen. Die Kartons, da sieht eine Melone im Koffer. Ich komme da schon noch rein. Irgendwie. Ach, Karte ist jetzt wieder da, alles klar. Oh mein Gott, das sieht immer komplizierter aus. What? Was ist das? Okay. Das ist aber nicht wirklich das, was ich jetzt brauche. Das bringt auch nichts. Handschellen. Die kann ich nehmen, okay. Gott, der arme Kerl. Das hatte ich alles gelootet, mitgenommen. Werkzeugkoffer. Das hatte ich auch mitgenommen. Das ist, müsste was Worttechnisches sein. Wenn wir weiterkommen wollen. Die Handtücher kann ich nicht mitnehmen, okay?
Was? Nee. Toilette nicht. Oh! Ein Baseball, immerhin. Dance, geh mal zu. Ich würde jetzt mal so spontan sagen, es müsste etwas sein, was oben ist. Oh, guck mal an hier. Ey, so renne ich hier durch. Was ist los mit mir? Ach, Mensch, hier war ja auch noch was. Oder? Hier war ich noch nicht, ne? Nee, da war ich noch nicht. Ach, guck mal an. Und das ist die andere Seite. Ist das die andere Seite? Es ist, glaube ich, die andere Seite. Ja, ich muss die Karte finden. Dance! Aus jetzt. Hallo. Was haben wir denn hier Schönes? Stimpack? Taschenuhr? Und eine Tür? Nach unten! Hey! Sie hat's! Oh mein Gott. Wie doof. Und das hatte ich vorhin schon aufgemacht. Ne? Und habe noch gedacht, nee, da gehst du jetzt noch nicht lang. Ich räume erstmal alles frei. Alles klar. Waren die Gunner eventuell klüger als ich? Womöglich? Klar, waren sie das. Hi. Ja, ich glaube auch. Da steht er. Wir haben Verluste. Oh shit, da heilt sich. Nein! Lang lebe die Bruderschaft. Ja, die auch. Man weiß nie, was man findet. Genau. Ja, ich glaube auch. Und wir looten mal den Kopf, wenn er hier schon vorbeikullert. Die Gunner waren schlauer als ich. Das sollte mir zu denken geben. Oh Gott, ist das riesig hier. Ein roter Teller? Warum hat er einen roten Teller dabei? Auf dem Klo. Nein, aber ein Pömpel. Und ein Out of Order. Oh Gott! Oh mein... Was? Okay. Gut, das könnte man noch sauber machen, ne? Case closed on crime boss Eddie Winter. Eddie Winter, das sind die Bänder, die wir suchen. Cool. Leere Milchflasche, die klingt, als wenn sie voll wäre. Auch witzig. Noch ein Terminal, der sieht aber nicht aus, als wenn man die benutzen könnte. Maddox. Nein, den werden wir nicht mehr benutzen können. Den kriegt auch McLizzy nicht wieder in Gang. Okay. Das sieht vielversprechend aus da hinten. So, von da kamen wir. Das hatten wir abgefrühstückt. Da waren wir jetzt auch drin. Dann gehen wir erstmal hier nochmal eben rein. Oh. Okay, irgendwas für Bestrahlung oder Lichttherapie oder so etwas. Right away. Vielleicht doch eher Bestrahlung. Laufbänder. Die irgendwie aussehen, als wenn das ein Gesicht wäre. Mit einem Bürotischventilator, okay. Na gut, die wollten die natürlich
ausbilden, Roy und Sue und wie sie nicht alle heißen. Oh, das ist richtig gut aufbereitetes Wasser und Spüllappen. Gehen wir mal die Spinde durch hier. Da ist aber nichts. Ja, die haben ihre Waffen hier so liegen lassen. Warum? Das sind wahrscheinlich nicht von den Gunnern. Wow. Was? Okay, es ist eine. Kann das sein, dass das ist eine Kulisse, ne? Ich glaube, es ist eine Kulisse. Okay. Es hat über 30 Minuten gedauert. Mann, no! Ich hätte nicht mehr daran gedacht, dass ich die Tür schon geöffnet hatte. Besser spät als nie, genau. Ah! Hallo, Mr. Sun. Schön, dass du da bist. Was? Was? Oh, Dance, Dance. Ein Trainingsgelände. Ja. Hat Voltec eine Privatarmee ausgebildet? Oh, Dance. Hier, der Gunner. Mann, Kerl, geh doch mal aus dem Weg, verdammt. Miet. Na komm, du kleine Raute. Mach mal. Kick. Gucken, ob er so weit werfen kann. Na, wie sieht's aus? Kommst du? Was macht der denn da? Ich schicke gleich mal Pik, Kreuz und Herz dazu. Hallo? Hallo? Ghana-Kommandant? Es ist ein verwirrter Kommandant. Ganz bisschen Schaden gemacht. Boah, ey, sowas kann ich ja gar nicht leiden, ne? Sowas kann ich ja gar nicht leiden. Was macht der da? Er will nicht. Da. Wie eine Fliege. So, wie sieht's aus? Kommst du oder kommst du nicht? Wir eilen nicht rum. Können wir hier irgendwo hochkommen? Ja, da zum Beispiel. Was zum... Dein letzter Fehler! Mein letzter, das finde ich immer gut. Weißt du, letzte Fehler heißt immer, ich mache keine Fehler mehr. Womit schießt der? Wir werden es gleich rausfinden, glaube ich. Was ist das? Ach, eine Plasmapistole, alles klar. Eine aufgeregte. Oh, Entschuldigung. Eine aufgeregte Plasmapistole. Gute Arbeit. Danke. Lass nichts zurück. Danke, Dance. Danke. Und Pümpel. Sehr gut. Ist das. Haben die hier für die Bewohner. Das glaube ich eher nicht, oder? Ne, hier guck. Hier sind irgendwelche, was sind das, Lampen oder sowas? Und Dan sagt auch eben gerade, das ist ein Trainingsgelände, ne? Also ist hier, oh doch, hier, komm, Kaffeekanne und eine Kochplatte auf jeden Fall auch. Und Dinnerteller. Lieber ein Dinnerteller als Donnerteller. Schirmständer und ein Schirm.